This is a Kesto Production. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Kesto und ihr seid die Zuschauer. Ich möchte heute wieder mit euch kochen. Und zwar einen Bauerneintopf. Dafür brauchen wir nicht viele Zutaten und nur gute. Wir brauchen bunte Paprika. Einmal hier bunte Paprika. Ein paar Möhrchen. Wir brauchen Kartoffeln. Creme fraiche oder Schmand. Mir pongierte Tomatenstücke aus der Dose, Zwiebel, gehacktes, Gemüsebrühe und Gewürze, Salz, Pfeffer, Paprikapulver. Easy peasy, das geht einfach, das geht schnell, also kommt mit. So, da haben wir alle unsere Zutaten nochmal und wir fangen an mit der Zwiebel. Die Schale abschneiden, schön würfeln, damit die dann mit den gehacktes schon angebraten werden kann. So, alles gewürfelt. Dann können wir das nehmen und ab in den Topf damit. So, das Öl in der Pfanne ist schon heiß. Also und natürlich vorrühren. So, das lassen wir jetzt in Ruhe anbraten und wir machen weiter mit den Schneiderarbeiten. So, jetzt ist es schön, es ist eigentlich egal, womit wir anfangen, mit den Kartoffeln, den Möhren oder den Paprika. Ich fange an mit dem Paprika, Helm ab und alles schön in kleine Stücke schneiden. So, grün, dann gelb das gleiche. Und die rote noch. So, alles geschnitten, dann können wir mit den Möhrchen weitermachen. So, fangen wir an und als erstes schälen wir die Dinger natürlich ab. Wenn wir das haben, können wir dann gleich mit den Kartoffeln weitermachen und die ebenfalls schälen. So, alles geschält, dann wechseln wir das Werkzeug wieder und schneiden alles so wie die Paprika in kleine Stücke. Das waren die Möhren und jetzt halt noch die Kartoffeln. So, sehr schön, das Ganze sieht jetzt so aus. Eine schöne bunte Mischung, das kann ja noch schmecken und gesund sein und kommt jetzt mit in den Topf rein. So, dann sind wir auch schon so gut wie durch. Unser Gehacktes ist auch schon schön angebraten. Dann unsere bunte Mischung rein da. Das Ganze können wir auch gleich mit unserer Gemüsebrühe aufkippen. Eigentlich sind wir jetzt schon so gut wie durch. Gemüsebrühe rein da. Dann unsere Tomätchen aus die Dose. Rein da. Und unser Creme fraiche oder Schmand. Abrinder. So, das Ganze jetzt gut verrühren. Wir lassen das immer noch auf der mittleren Hitze und lassen das dann jetzt 30 bis 40 Minuten, machen wir schön Deckel drauf und lassen das köcheln.
Obwohl, wir machen vorher noch die Gewürze dran, das hätte ich fast vergessen. Zum einen unser Salz, kräftig salzen. Bisschen Pfeffer. Und unser Paprikapulver. Ist ja noch nicht genug Paprika dran. Perfekt. Und das war es eigentlich auch schon. Wie gesagt, jetzt schön verrühren nochmal kräftig. Deckel drauf, wie gesagt, 30 bis 40 Minuten lassen wir das bei mittlerer Hitze köcheln und wir gucken immer mal nach 10 Minuten mal abkosten, abschmecken und je nachdem, wenn Flüssigkeit verkocht sein sollte, zu viel verkocht sein sollte, einfach ja, Wasserhahn und wieder dran. So, Freunde des guten Essen, 40 Minuten sind rum. Das heißt, unser Bauerneintopf ist fertig. Wir rühren noch mal kurz um. Ja, das riecht schon herrlich, das sieht gut aus. Das ist mein Bauerneintopf. Macht's mal nach, probiert's mal aus zu Hause, schreibt's mal in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Überrascht einfach mal euren Schatzi mit das Guten, was Leckeren zum Essen. Also, mein Video hat euch gefallen, dann wie immer Peace und bis zum nächsten Mal.